Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Illaoi. Sie gehört der Rolle der Kämpfer an und man spielt sie auf der Toplane. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist physischer Schaden. Außerdem besitzt sie eine moderat Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der passiven Prophezeiung eines alten Gottes. Illaoi lässt auf nahem, unpassierbaren Terrain Tentakeln entstehen. Tentakeln schlagen nach Geistern, Gefäßen und Opfern, die Illaoi mit der Wehe getroffen hat. Tentakeln fügen außerdem getroffenen Gegnern normalen Schaden zu und heilen Illaoi, wenn sie einen Champion treffen. Wenn die Fähigkeit aktiviert wird, lässt Illaoi einen Tentakel ausschlagen, die normalen Schaden verursacht. Jeder Punkt in der Fähigkeit erhöht den Schaden aller Tentakel. Kommen wir zur Weh. Illaoi springt zu ihrem Ziel und verursacht normalen Schaden. Tentakel in der Nähe schlagen auch nach dem Ziel. Die E ist die Seelenprüfung. Illaoi entreißt einem gegnerischen Champion die Seele, die sich dann vor ihrem Ziel aufrichtet. Seelen lassen einen Prozentsatz des Schadens, den sie erleiden, am ursprünglichen Ziel widerhallen. Wird die Seele nun getötet oder gerät das Ziel außerhalb der Reichweite der Seele, wird das Ziel zum Gefäß. Das bedeutet, dass man für kurze Zeit von Illaoi verflucht wurde. Tentakeln werden außerdem neben einem erwachen und dann auf euch ausschlagen. Den Fluch könnt ihr brechen, indem ihr mehrere von diesen neu erwachsenen Tentakeln tötet. Zum Schluss zur Ultimate. Illaoi rammt ihre Götzen in den Boden, wodurch sie an Gegnern in der Nähe normalen Schaden verursacht. Pro getroffenen gegnerischen Champion wächst eine Tentakel. Diese Tentakeln greifen besonders aggressiv an und man sollte aus dieser Zone so schnell wie möglich fliehen. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag Stay Untiltable.